Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch aus München, München-Leim. Ja, kennt der ein oder andere wahrscheinlich schon die Strecke München-Augsburg. Und in diesem Video geht es nicht um den Zug selber, sondern um den Sound. In der Folge 8 des Train Simulator Let's Plays habe ich euch ja die BR 423 vorgestellt. Allerdings habe ich ja gesagt, der Sound hat mir nicht gefallen. Und deswegen musste ich eine Alternative finden. Und ein fleißiger User des rail-sim.de Forum hat sich die Mühe gemacht und hat einfach mal einen KI-Sound aus dem Addon BR 143 Plus, da ist nämlich im neuesten Update auch eine KI-Version der 423 drin, also die wir jetzt hier als Zug sehen gerade, und dann hat er den Sound kurzhand ersetzt. Ihr könnt euch das Ganze natürlich auch runterladen, wenn ihr das Addon besitzt, also das BR 143 Plus Addon, könnt ihr euch das Update herunterladen und dann habt ihr den Sound, den ihr gleich hören möchtet. Und in diesem Video möchte ich euch kurz vorstellen, dass der Download sich auf jeden Fall lohnt und dass der Zug authentischer rüberkommt. Beziehungsweise es macht auf jeden Fall mehr Spaß, damit rumzufahren, als mit dem ursprünglichen Sound, den ihr dann geboten bekommt, wenn ihr euch das Spiel denn, wenn ihr euch das Addon so kauft, also das 423 Addon. So, wir sitzen natürlich jetzt im Cab hier und da möchte ich, fangen wir einfach mal ganz kurz an. Wir fahren jetzt hier los Richtung, wir fahren ein, zwei Haltestellen, das soll auch ein kleiner Soundcheck hier nur sein. Und unter dem Video findet ihr in der Beschreibung nochmal alle Download-Links und den Shop, wo ihr euch denn das Addon kaufen könnt. Insofern ihr euch das Addon bei Aerosoft, also das BR 143 Plus Addon gekauft habt, könnt ihr euch bei Helicon, ich glaube so heißt der Publisher, kann auch sein, dass ich den Namen gerade falsch gesagt habe, ist auch egal. Den Link findet ihr unter diesem Video dort. Einfach die Seriennummer registrieren eures Spiels, eurer Erweiterung, und dann könnt ihr euch da das Addon herunterladen, beziehungsweise das Update. So, wir sitzen jetzt hier im Zug, ja, Falltüren sind zu und dann fahren wir auch einfach mal los. Moment, Moment, Moment. So. Ach, ganz kurz einen noch was einstellen, okay. Wie Fahrtschalter 0, ich bin jetzt doch nach vorne. So, jetzt aber. Ein Moment, Freunde. Ihr kennt ja den Train Simulator, manchmal würde mich veräppeln. Warum Fahrtschalter 0? Bin ich jetzt hier, übersehe ich den Fehler? Ach, ja, Entschuldigung. So, ich wollte euch eigentlich den Sound hier noch zeigen. Moment, habe ich ganz vergessen. Entschuldigung. Der ist auch, glaube ich, jetzt neu hinzugekommen. Eigentlich hört man es innen drin ganz gut. Naja, gerade nicht. Keine Ahnung warum. So, wir fahren jetzt los, ja? Machen wir das hier weg. Und hört euch den Sound an. Also ich finde ihn deutlich besser als ein Standard-Sound, ist auch logisch. Den Sound, den ihr jetzt hier hört, ist vom Train Team Berlin. Kennt der ein oder andere wahrscheinlich von der Train-Simulator-Szene. Die machen wirklich tolle Addons, haben zum Beispiel auch den ICE hier ins Spiel gebracht. So, ihr hört ja dieses Quietschen, wenn der Zug sich in die Kurve legt. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man das hier vorne im Cab nicht hört. Da muss ich noch ein bisschen rumfrickeln. Würde ich auf jeden Fall gerne haben, weil ich finde, das hört sich richtig realistisch an. Und ich mag das, wenn es das Sounddesign sehr authentisch ist. Ja, da macht es auch viel mehr Spaß. So, die nächste Station, die wir erreichen, ist München-Pasing auf Gleis 8. Dort habe ich dann auch ein kleines Leckerbisschen für euch, und zwar wenn der Zug die Gleise wechselt, finde ich auch sehr, sehr schön den Sound. Moment, 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 es ist gleich soweit. Ich gehe erstmal kurz ein bisschen von der Geschwindigkeit runter. Wir müssen ja nicht mit 180 Stundenkilometer die Weichen wechseln. Haben wir denn? Nein, wir haben kein grünes Signal. Deswegen nähern wir uns dem Signal jetzt ein bisschen langsamer. Doch, haben wir wohl, oder? Ja, war verdeckt, okay. So,
So, wir bleiben mal bei 60 km/h fast. Muss ja nicht übertreiben. Ist ja ein größerer Bahnhof und da soll es ja nicht unbedingt so sein, dass wir dann mit einer rapiden Geschwindigkeit, einer transrapiden Geschwindigkeit, wenn der ein oder andere den Transrapid kennt, lustiges Wortspiel, naja, egal. So, wir rollen da jetzt rein. Schönes Wetter heute auch in München, muss man schon sagen. Ich gehe mal ein bisschen runter von der Geschwindigkeit. So hört sich das natürlich dann von innen drin an. Hier dieses Gleis wechseln. Das würde ich mir auch auf das Cap wünschen. Vielleicht kommt das ja. Bremssound ist auch dabei. Das gab es ja bei der Güßbader Standardversion nicht. So, die Fahrgäste verlassen gerade unseren Zug. Und zum Abschluss dieses kleinen Videos, whoops, dürft ihr nochmal den Sound lauschen. Ja. So, wisst ihr, ich habe das Mikrofon hier auf dem Tisch, da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. So, da lassen wir den Zug gleich mal abfahren. Die Türen gehen mir aber logischerweise viel zu schnell zu. Zur nächsten Station begleiten wir unseren Zug jetzt noch, damit ihr auch den Außensound gut hört. Oh, verweigert, da bremsen wir mal schnell. Ah, jetzt dürfen wir, super. Ich möchte euch natürlich auch den Sound mal gerne drin. Aber hier hört ihr absolut kein Quietschen, hier ist es totenstille fast. So. Oh, siehst du, so schnell beschleunigt der Zug. Vorne ist ja auch schon der Bahnhof. Ja Leute, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das Soundpaket findet. Natürlich deutlich besser. Ein Vergleichsvideo könnt ihr euch auf meinem Kanal angucken, und zwar die normale Version. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ladet euch das Soundpaket doch herunter, wenn ihr das Add-on verfügt, das BR143 Plus Paket. Alle Infos findet ihr wie immer in der Beschreibung. Vielen Dank!